was passiert, wenn ich jemanden öffentlich vor einem Millionenpublikum für eine unfassbare, harte Straftat bezichtige. Und ich kann diese Straftat später nicht beweisen. Deswegen muss man trotzdem so darüber berichten können. Nein, man muss eine Verdachtsberichterstattung ohne jeden Zweifel machen können. Das habe ich Ihnen auch vorhin gesagt. Er hatte zunehmend den Eindruck, deswegen hat er sich immer mehr und immer öfter wiederholt, dass ihn entweder intellektuell niemand folgen kann oder niemand folgen will. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Beides ist möglich. Jedenfalls war die Sache, was diese Frau Christina Dunz, so hieß sie wohl nach meiner Erinnerung, zunehmend schwieriger, denn sie machte einen ideologisch festgefahrenen Eindruck auch auf mich. Deswegen hat es sich stets und ständig wiederholt. Ich danke Ihnen vielmals, wenn Sie bis hierher durchgehalten haben. Vergessen Sie bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich möchte Ihnen noch, wenn es tatsächlich um die Abwehr von Sexualstraftaten geht, mein Buch hier kurz in Erinnerung rufen. Ich war hier mehrfach auf Amazon Bestseller-Autor. Ich behandle hier unter anderem auch sehr umfangreich Sexualstraftaten, unter anderem K.O.-Tropfen und Sexualdelikte, Spurensicherung richtig gemacht. Es geht aber auch, das gehört auch mit zur Wahrheit, um falsche Beschuldigungen und ihre Ursachen. Und das Kapitel Vergewaltigung und sexuelle Nötigung ist sehr umfangreich und umfasst noch eine ganze Menge mehr an Inhalten. Haben Sie ein schönes Wochenende und eine neue gute Woche. Tschüss, Ihr Steffen Melzer.